Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis dich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es da nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deiner Söldnerin verstecken, Markus. Er bringt dich, die Kriegerin und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Cassandra, okay. Das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Duris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Okay, das ist unmöglich. Wir können es versuchen. Wir holen uns die Drachmen. Ja, wie sollte es gehen? Also an sich, wir müssen es ja versuchen, ne? Das wird nicht einfach. Und es ist unsicher, ob es funktioniert. Und doch haben wir keine andere Wahl. Dann hilfst du aber gefälligst mit. Ich mache die Drecksarbeit nicht allein. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalenia in deine Hände gelegt. Mhm. Ja, ja. Cassandra! Alexios! Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Kefalenia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zur Söldnerin mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles nehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm beschützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meine Freundin Cassandra in die Einzelheiten eingeweiht. Sie hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Ich schweige einfach. Sie ist der stille, tödliche Typ. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Cassandra, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast.
Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Ich bekomme meinen Bogen! Die Bögen machen mich reich wie Krösos. Sie scheinen sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wer bist du? Etwa Markos? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Ja. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalenia. Gib ihn mir. Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Gut. Level 3. Das ist ja geil. So, neue Fähigkeit. Da machen wir mal gleich. Den Raubtierschuss. Und dann als drittes machen wir dann. Oder hier, genau. Für das hier müssen wir Level 5 sein. Als drittes machen wir dann den Spartiatentritt. Warte, der Spartiatentritt muss sein. Genau. Okay. Gut. Mehrere Quests. Warte mal. So, dann wollen wir mal erstmal die Holzquest machen. Ich und mein Holz. Ernsthaft. Es ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen, dass sie das so genannt haben. Ich und mein Holz. Best Friends Forever. HDGDL. So. Achso, ich muss nochmal mit dir sprechen. Gut. Entschuldigung. Und besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Wie abgemacht. Ich löse dein Holzproblem. Na endlich! Markos hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Vorsicht, noch habe ich es nicht geholt. Hier gibt's jede Menge Bäume. Warum brauchst du gerade dieses Holz? Ich arbeite an einem neuartigen Bogen. Er ist flexibler, deshalb hält er länger und man kann weiter schießen. Nur eine sehr spezielle Holzart, die in den Bergen wächst, eignet sich dafür. Mhm. Irgendeine Idee, wo diese Banditen sind? Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bognerin. Irgendwo in den Bergen, so viel ist sicher. Vielleicht sind sie in den Holzfällerlagern. Wäre ein bisschen unklug, aber ja. Oh, schau mal. Das sieht aus wie ein Kobrakopf. Das ist voll die geile Idee. Oh, ich muss mal auch endlich anfangen, Bögen zu bauen. Ich erledige die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es geht. Hör auf zu jammern, habt Geduld. Das erste ist ein bisschen krass. Ich werde mich um die Banditen kümmern und besorge dir das Holz so schnell ich kann. Hab Geduld. Es dauert nicht lange. Ha, wenn du wüsstest, wie lange Markos mich schon hinhält, würdest du das jetzt nicht sagen. Ich habe etwas für dich getan, nun tust du etwas für mich. Ja, ja. Mein Holz. Dein wunderschönes Holz. Ja, bau endlich Bögen, ja. Ich brauche einen neuen. So. Hast du dich umgezogen? Ja. Sehr schön. Ist, glaube ich, auch besser so, ne? Ich mag zwar schwarze Pferde, aber ja, das war ein bisschen over the top. Ich habe niemanden überfahren. Alles gut. Pass auf, pass auf, pass auf. Hier kam es zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Okay. Ziemlich viele Fußabdrücke.
Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Das ist wahr. Jetzt muss ich mal schauen, wo die anderen nochmal sind. Es gab, glaube ich, insgesamt 3 Spuren. Ah, hier. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Ah, da unten. Von hinten auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. Das sieht aus wie eine Puppe gerade. Okay. Das muss das Banditenlager sein, das ich suche. Warte, aber das sind ein paar mehr. Ganz genau. Da sind, ist auch ein Wolf. Gut. Dann warten wir mal. Dass die immer noch so nah sind, ist eigentlich echt ein bisschen dumm von denen. Oder seid sicher. Ich schalte mal zuerst den da vorne aus. Ich muss mich anschleichen. Niemand darf mich sehen. Natürlich. Hoffentlich geht er zu der Fackel da drüben. Weil da wird er nicht gesehen. Ah. Natürlich kommt er zu uns. Ach, das ist ein Hund. Der gehört zu denen. Oh, dammit. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Niemand hat was gesehen oder gemerkt. Und das hier auch. Ein Bogen jetzt liegt, ist auch kein Problem. So, das hat mal gut geklappt. Ist das jetzt ein Wolf? Ja, das ist, glaube ich, ein Wolf, ja. Geh auf den Turm, geh auf den Turm und headshotte alle. Ey Flo, wie geht's dir? Auf welchen Turm? Meinst du den Felsen? Also bauen könntest du, aber... Aber wenn ausrückende Waffen nur aufhören... Nee, da ist ein Turm. Ah, da. I got it. Hallo, Ziege. So.
was? Ja. Okay, der da hinten ist gerade alleine. Wieso habe ich jetzt ein Brandding? Das war eigentlich daneben. Aber dankeschön. Ja, natürlich hat er das gesehen. Zum Glück hat er niemand Bescheid gegeben. Oh, der kotzt, oder? Und du Armer. Alter. Ah, oh, fuck. Aua. Komm an, komm an, komm an. Wobei, den kann ich jetzt... Na gut. Dann mache ich es halt offiziell. Gerade echt nicht mein Bestes, was ich machen kann, und mir steckt so ein fetter Pfeil in den Arm. Du hast nichts gemerkt, Schnuggi. Etwas Holz als Beweis mitnehmen. Der Alten wird mein Wort nicht genügen. Tja, so gut war es jetzt auch nicht, aber okay. Ich habe überlebt. Der Brandpfeil war wegen dem Feuer daneben. Macht die das dann automatisch? Oh, ich habe einen Apfel. Oder zwei Äpfel. Super. Kann ich die eigentlich noch looten? Die guten? Da ist auf jeden Fall noch ein Schatz. So, kostbare Edelsteine ist super. So. Auch mit einer Flacke, Fackel am Boden. Okay, alles klar. Weiß gar nicht, ob der eigentlich ein Bandit war. Weil der hat ja keine Waffe. Das ist einfach nur ein Sklave und ich habe den wehrlosen Sklaven getötet. Das wäre ja auch ein krasser Scheiß. Gut. Ich glaube, das war dann fast schon alles. Ja, denke schon. Cassandra könnte fast Sarah sein. Oh oh. Ich glaube, die Sarah mag die Cassandra gar nicht. So, dann gehen wir mal querfeldein und
gehen das Holz weiter. Oh Mann, letztes Mal habe ich ja das Holzlager komplett silent ausschalten können. Das war richtig, richtig cool. Ja, naja. Bei dem Let's Play funktioniert ja eh fast nichts. Aber zum Glück funktioniert schon mal die Technik. So, dann wollen wir ihn mal. Ihr mal das Ganze abgeben. Seh an, Markos große Heldin. Ha, sag nicht, du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Ich habe die Banditen aufgespürt und in den Hades geschickt. Dein Holz sollte bald ankommen. Und ich soll mich auf das Wort einer Söldnerin verlassen? Ich kann es beweisen, du solltest mehr Vertrauen haben. Ja, ich kann es beweisen. Ich wusste, du würdest mir nicht glauben. Deshalb habe ich das hier mitgebracht. Hier ist ein Beweis. Ein Teil des speziellen Holzes, das du so unbedingt wolltest. Deine Bögen sollten selbst eines Apollon würdig sein, nach der ganzen Mühe, die ich hatte. Bei den Göttern. Arbeitest du wirklich mit Markos? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Markos nichts ab. Werde ich nicht. Keine Sorge. So, ich und mein Holz abgeschlossen. Gut, dann wollen wir mal... Ah genau, hier haben wir was. Ein Ausrufezeichen, da haben wir auch was. Da auch. Was ist das? Talos, die Steinfaust. Ah! Dann gehen wir mal Richtung da, dann da, dann da, dann da. Das ist doch mein Plan. Hier hoch. Ich glaube, die Steinfaust... Kann ich jetzt noch nicht töten? Warte, Sarah, kannst du noch in Discord online? Ja, mache ich gleich. Entschuldigung. Warte, das mache ich jetzt. Muss ich aber erstmal raustappen. Discord. Wo bist du? Da bist du. So, kurze Unterbrechung. Nach der Werbung geht's weiter. So. Okay. Also, die Sarah hat geschrieben, die Sachen nur nicht vorlesen. Oh, verdammt. Nee, Spaß. So. Genau, ja, ja. Du hast volle Gewalt hier. Das klingt blöd, aber du hast die... Ja, kannst du machen. So. Dann reden wir mal. Mächtiger Kephalos, ich flehe dich an. Schicke uns einen Kämpfer. Jemanden, der deines Speeres würdig ist. Hilf deiner Priesterin in der Stunde der Not. Du hast gerufen? Oh, Cassandra. Du hast mich erschreckt. Warum bittest du um einen Kämpfer? Ich brauche jemanden, der würdig ist, den Speer des Kephalos zu gewinnen. Ich habe einige Inschriften im Heiligtum entziffert. Sie sagen, der Speer wurde in den Höhlen unter Kephalenia versteckt, als der Tempel errichtet wurde. Du könntest ihn mir holen, oder? Ich kann dich auch bezahlen. Wenn der Speer in den Höhlen ist, finde ich ihn. Nun, vielleicht wurdest du doch von Kephalos geschickt. Kephalos hatte einen Speer? Cassandra, du hast diese Geschichte bestimmt als Kind gehört. Ich hatte nie viel Zeit für Geschichten. Nun, wahrscheinlich nicht. Du weißt, dass Kephalos Kephalenia gegründet hat und Odysseus Vorfahr war. Sein Speer war ein Geschenk der Götter. Er hat angeblich nie sein Ziel verfehlt. Er tötete seine Frau damit und versteckte ihn in den Höhlen. Er warf einen Speer, der nie verfehlt, auf seine Frau? Er war jagen und hörte etwas im Unterholz. Er dachte, es wäre ein Hirsch. Traurige Geschichte.
Das klingt gefährlich. Nur, wenn man ihn auf jemanden wirft. Ja. Wozu brauchst du einen Speer? Du willst doch nicht etwa Soldatin werden, oder? Natürlich nicht. Aber überleg nur, wie viele Menschen zum Schrein kämen, wenn wir den Speer des Kephalos hätten. Mit ihren Spenden könnte ich so viel Gutes tun. Das Heiligtum instand setzen, die Hungernden in Sami ernähren. Also, wo ist dieser Speer? Anscheinend wurde er tief in den Höhlen unter Kephalenia versteckt. Im Norden gibt es einen Eingang. Vielleicht versuchst du es dort. Das ist nicht wirklich viel. Vertraust du den Göttern so wenig? Wenn Kephalos will, dass wir den Speer finden, dann findest du ihn. Okay. Ich sehe, was ich finden kann. Oh, danke. Ich bereite einen Platz für ihn im Heiligtum vor. Gut. Dann Fußstapfen der Götter. In die Richtung, aber da ist, glaube ich, auch der... der Söldner, der Steinfaust-Söldner. Warte mal, ich will mal kurz nochmal die Details. Herzfehler, höherer Schaden durch Attentate. Das ist geil. Und höherer Schaden durch Fernangriffe. Das ist mega. Der ist tot. Jetzt weiß ich, warum ich ihn so schnell erledigen konnte. Achso. Warst du schon? Aha. Ich glaube, das war auf der anderen Seite vom Berg. Wie geil. Okay, hier würde ich auch leben wollen. Also der hat zwei Haie erwischt. Erinnert mich ein bisschen an Sea of Thieves. Aber nur ein bisschen. Warte mal. Warte mal, hier sind Leuchti. Oh cool, bin ich jetzt in Pandora? Na komm. Nein, du sollst da reinspringen. Oh, wie cool. Gerade unschicklich, was wir hier machen, ne? Wir schauen einer Frau unter den Rock. Also Waffenrock. Oh, hallo. Nein. Oh, ist das... Oh, ist das... Ist das mies. Der wurde da einfach... eingenetzt und runtergeschmissen. Gut. Wie gefällt dir das Spiel bis jetzt? Echt gut. Also, wie gesagt, ich habe das Spiel bis zum... also das Prolog quasi gespielt. Das ist, keine Ahnung, wie lange das in der Regel dauert. Ich habe, glaube ich, 3 Stunden dafür gebraucht. Nee, 2. Keine Ahnung. Gefällt mir schon sehr gut. Ich bin nicht so der Strategie 5 Minuten später. Tobi, wann spielen wir Borderlands? Ja? Okay. Ja.
Gut, ich gehe mal da rein. Warte mal. Haben wir die Quest jetzt schon gemacht? Nicht, oder? Wir haben... Finde den Speer, genau. Das war gerade nicht der Speer, das war einfach nur eine Truhe. Okay, alles klar. Ja, du kannst hier hoch. Ah, oh, das hat bestimmt weh getan. Das ist bestimmt ein bisschen kalt hier. Was ist das hier? Uiuiui.